haben Hilfe geleistet, wie andere auch, finanziell, humanitär und auch mit Waffenlieferungen. Das ist unsere Verpflichtung. Und gleichzeitig alles dazu beigetragen, dass es nicht zu einer Eskalation des Konfliktes kommt. Denn das würde die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen, wenn das zu einem Krieg führte, der zum Beispiel zwischen Russland und NATO-Staaten geführt wird. Das wird nicht passieren. Das werden wir mit aller... Übrigens auch, was den manchmal etwas gefährlich diskutierten Einsatz von Atomwaffen betrifft, dass das nicht sein darf und eine rote Linie ist, die niemals überschritten werden darf. Auch das ist etwas, was wir auch solcher Haltung und dieser Haltung hier zu verdanken haben. Ich will sehr klar sagen, dass zu unserem Verständnis unbedingt dazugehört, dass wir wissen, dass dieser Krieg nicht nur Folgen in Europa hat. Energieversorgungssicherheit haben wir gelöst, die Probleme, aber war schon eine große Anstrengung, sondern Folgen hat für die ganze Welt. Señor Willy Gajardo, presidente del directorio de la Corporación Nacional. Nosotros hemos comprometido apoyo a que una vez cuando acabe la guerra, poder colaborar en particular en materia de desminado, que es algo en lo que nosotros tenemos experiencia. Nosotros no somos un país de guerra. Beginn des Krieges zum Beispiel No-Flight-Zones ausgeschlossen, weil das zu einer direkten Eskalation des Krieges zwischen der Russland und der NATO geführt hätte. Und wir haben auch zum Beispiel solche unsinnigen Ansinnen wie Bodentruppen abgelehnt. Und deshalb nochmal, es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir. Gracias y que tengan muy buenas tardes.